Doch ich erkenne ein armes Würstchen, eine verfickte Made, geplagt von Versagensängsten. Ein Kind im Körper eines Mannes bleibt nur ein. Ich geb dir ein paar Triples mit, mach die Smithy fit. Digit, will gar nicht wissen, wer dir die Kimbe bleed. Donnerstag Mitternacht, keine Gnade mit dir, Schock. Du kannst sterben jetzt sofort, ich buddel deine Leiche. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Yo, Rap Genius EP ist am Start mit Fanschall Edition für 42 Euro. Bei Amazon gab sie. Wir gucken sie erstmal an und dann würde ich dann was dazu sagen. Gucken wir uns erstmal an jetzt. So. Ja, das Ding ist halt jetzt, ne, so wie wenn du Pizza bekommst. So. Was Stickers. Und dieser sogenannte Fanshawl. So. Bam. So. Gucken wir uns erstmal. Konkurrenz wird aus dem Weg gebumst. So sieht's aus. Cool Savage. Ein Sticker. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ein Masido, Savage und Samra. Also von der Single halt jetzt, ne? Direkt. Dann einmal Rap Genius. Genius, ich weiß gar nicht, wie man es genau jetzt ausspricht. Jetzt so von sich selber ausgesehen. So. Und dann nochmal hier, der Kollege. Davon gab es, glaube ich, eine EP zur. Ach, da haben wir noch einen. Zum letzten Tour oder sowas, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt ist, oder, aber ich glaube, das waren eine CD mit 20 Tracks oder mit 30 Tracks oder sowas. Ich weiß nicht, ob das nochmal neu aufgenommen wurde oder keine Ahnung. Genau, so sieht das Ganze aus. Dann das Album natürlich. Also die EP, ne, das Album. Da wiederum muss ich dazu sagen, also für 42 Euro, klar, der Schall, der wird sicherlich auch Geld kosten, ne? Ist ja klar. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern solche Fanshawls dann der Käufer dafür auch Geld ausgeben wollen würde. Muss man dazu sagen. Aber eigentlich wäre es auch cool gewesen, wenn er einfach gleich, sag mal, vielleicht ein größeres Album draus gemacht hätte. Weil Savage hat, denke ich, genug Potenzial und genug Sachen im Kopf, dass er auch locker hätte ein Album draus machen können. Aber ja. Kann man dann sehen, wie man möchte, sag ich mal selber jetzt, ne? So, zack. Bam. Booklet, muss ich mal kurz gucken, ob da noch was dazu ist. Aber ich glaube nicht, ne? Ne, Booklet ist nicht dazu, also das kannst du aufklappen, da hast du dann hier wahrscheinlich die Seite nochmal drauf. Kannst du dann machen, wie du möchtest, dementsprechend. Ja, gut. Das Ganze, ja, wie gesagt, Fanshawl dann halt bloß als Haupteck drinne. Die Aufkleber in der Menge gesehen werden jetzt nicht das übelste kosten und die kosten dann ja das übelste. Das weiß ich ja mittlerweile. Der Schall riecht schon mal sehr angenehm. Dann ja, natürlich so ein Fanshawl jetzt direkt ist natürlich schon was sehr, sehr Cooles. Ich muss mal ganz kurz so durchnibbeln. Das ist halt dieses Logo hier, dieses Album oder EP-Logo. Und dann natürlich nochmal auf der anderen Seite. Cool Savage. Vom Stoff her fühlt es sehr, sehr geil an. Die Nähte sind auch gut gemacht, glaube ich. Dementsprechend, wie ich es jetzt beurteilen kann, von dem Wissen, was ich habe dafür. Wie gesagt, das ist ein dicker Schal. Also ist jetzt kein dünner Schal. Es ist ein Fanschal, natürlich. Aber ich finde halt jetzt trotzdem 42 Euro für ein paar Sticker. Eine EP, wo 6 Tracks drauf sind. Ja, es ist trotzdem relativ teuer, muss ich sagen. Also ob man da jetzt als Fan den Schal haben möchte oder nicht. Ist, wie gesagt, ich weiß nicht, steht hier nochmal irgendwas dazu. Made in Turkey. Ne, da muss man sagen, das ist jetzt auch keine deutsche Qualität. Also, dass es in Deutschland gemacht worden ist. Jetzt prinzipiell nochmal dazu sagen, jetzt, ne, weil ja viele dann immer drauf schwören, hier Made in Germany. Ob das jetzt bei den T-Shirts ist oder so. Aber könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, was ihr von der EP haltet oder beziehungsweise würde mich interessieren, ob ihr auch lieber gerne ein Album dazu gehabt hättet oder so 10 Tracks wenigstens, 10, 12 Tracks, wie auch immer. Und von daher, haut rein, meine Lieben, habt ein schönes Wochenende. Wenn du Bock hast, würde ich mich selber ein Abo freuen und ein Like oder Kommentar. Und von daher, haut rein, bis bald. Ciao, ciao.